So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Das müsste bzw. könnte Folge 167 sein. Die Saison 9 nähert sich ihrem Ende. In der Tabelle stehen wir noch auf Platz 1 nach 24 Spielen. 30 Spieltage gibt's bei uns in dieser Saison. Wir haben noch 2 Punkte Vorsprung vor Mönchengladbach, 7 vor Braunschweig, 8 vor Darmstadt und Leipzig. Die ersten 3 Mannschaften steigen auf. Okay, also 6 Spiele noch durchhalten. Und wir spielen heute gegen Braunschweig, 3,5-Sterne-Mannschaft gegen uns, 2,5 Sterne. So gut, gucken wir mal, was Braunschweig so vorne hat. Einen Stürmer mit Hackentrick. Einen Stürmer mit Tunneln. Das heißt, Volkert als Lieb. Oh. Libero müsste reingehen. Wobei, ich lasse mal Rainer draußen. Mal runter. 130. Boah. Okay, nee. Ich lasse die mal so, weil Milberg und Volkert, die sind in der Verteidigung noch nicht ganz so stark. Dann schauen wir mal, wie es vorn aussieht. Okay, der Torwart ist gut gegen Hackentricks und gegen Kanonenschuss. Also, ja, das ist mal super. Okay. Der ist gut gegen Hackentricks. Ah, der kann Grätsche. Okay, scheiße. Wir werden King Kong über rechts spielen lassen. Und wahrscheinlich Carlo. Bei Carlo ist echt schwach. Komm, wir probieren Krüger. Nee, Carlo. Wir probieren es mal so rum. Frings von der Seite. Zack. Kann man vielleicht ein Libero austricksen. Amstetter passt. Bremer. Okay, wir spielen zu Hause. Zum Spiel, wir in Schwarz-Gelb zuschauen. Bitte, bitte, bitte. King Kong zur Eckfahne und geht erstmal auf Kontrolle. Ui. Okay, der hat einen hohen Verteidigungswert. Dafür steht er jetzt hier schön für den Kanonenschuss. Wir müssen nur noch an den Ball kommen. Oh, sehr gut. Jetzt auf King Kong. Und King Kong, zeig, was du kannst. 1-0. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Prime, wunderbar.
Bremen, ich will mal auf Rings, wenn es geht. Oder wird das ein langer Pass? Huhuhu. Okay, Carlo. Oh, vor die Füße gefallen. Ah, schade. Hat aber auch Kanonenschussposition, also. Mit ein bisschen Glück. So. Amstetter, bitte. Hol mir mal den Ball. Nein, nicht gut. Auswechseln. Oh, Helmer ist ja auch schon. Vom Adler für Amstetter rein. Oh. Nein. Nein. Auswechsel. Ach, Halbzeit. Auswechslung. Hummel. Adler. Ja. Zurück. Zweite Halbzeit. Komm, bitte. Ich brauche den Sieg. Holt euch den Ball. Mal Runde jetzt. Oh. Bremer. Und geh mal auf Kontrolle vielleicht. Mist. Oh wei. Getunnelt. Bah, Mist. Mist. Sechsundsechzigste Minute, ich liege hinten. Verdammt. Gott, jetzt spielt ja wieder quer, oder? Hackentrick. Verdammt. Verdammt. Ach, Eckball. Oh, Scheiß. Mist. Damit ist unsere Siegesserie wieder mal dahin. Wie so oft. Scheiße. Nein. Oh. Okay, gut gemacht. Gut, Tauscher. Wunderbar. 82. Minute, oh Gott. Das ging doch zum Gegner. Hummel. Oh, 88. Nur über einen Foul hätte ich noch die Chance gehabt. Mist hier. Saustark gespielt von den Braunschweigern. Oh,
Adler hat ein Upgrade. Ja, machen wir. Lernen wir mal das. So. Okay. Ticketverkäufe 100.000 und 20.000 für das eine Tor. 0 Ruhmpunkte und 34 neue Fans dazu. Gladbach hat gewonnen. Dann müssten sie an uns vorbeigezogen sein. Braunschweig, Darmstadt, Leipzig. Darmstadt hat gewonnen, Leipzig hat gewonnen und Braunschweig hat gegen uns gewonnen. Scheiße. Na gut, hier klicke ich nochmal schnell durch. Fortfahren. Ich wollte mal kurz gucken, ist größere Stadion 3 Millionen. 3,5 Millionen, verdammt. Okay, weiter. Gegen St. Pauli, die auch nur 2,5 Sterne haben. Das ist doch mal machbar. Was haben sie vorne? In 52er Stürmer, okay. Okay, keine Gefahr. Das heißt, wir nehmen wieder mal Volkert rein. Und Milberg statt Maron, statt Knoll. Aber können meine Leute noch ein bisschen was lernen oder üben oder keine Ahnung, wie man sagt. So, Torwart hat keine speziellen Fähigkeiten. Hier ist Grätsche am Start, passen den freien Raum, langer Pass. Innenverteidiger, Verteidiger. Okay, King Kong. Wow. Ich würde es so lassen, oder? Fünfundvierzig, wie viel hat denn der andere? 55. King Kong, du bist Mittelstürmer. Diele, du gehst mal hier einen Tauschstürmer. King Kong vorn. Ja, mit Hackentrick. Probieren wir das so. Ja. Zurück. Und zum Spiel. Zuschauen. Wir spielen auswärts. Bremen ist sehr gut. Oh. Frech. So. Helmer presst, Amstetter grätscht. Und jetzt Pass auf Frings. Frings, was machst du da? Warum? King Kong fliegt der Ball vor die Füße. Okay, und die Abwehr schafft es nicht, den Ball abzunehmen. Jawohl, ja. Warum nicht hier über Thiele? Wow, wow. Helmer, ein Tag verletzt. Das gibt's doch nicht. So,
Pass auf King Kong. King Kong schießt und nichts. So. Bremen ist sehr schön gemacht. 38. Minute. Und wir sind dran. Amstetter, hol den Ball. So, jetzt auf King Kong. Scheiße. Amstetter ist platt. Adler rein. Moment. Ich glaube, King Kong geht jetzt auf rechts. Und dann nehmen wir Krüger hier vorne hin. So, zweite Halbzeit. Es kann nicht sein, dass die einfach immer versuchen, durch die Abwehrleute durchzuschießen. So, da ist eine Lücke jetzt. Noch mehr Lücken. Oh, sehr schön, Frings. Super gemacht. Hummel kommt. Nimm den Ball ab. 64. Ah, verdammt. Leute, Grätsche beherrschen, ist das echt ein großer Vorteil. Jetzt haben die noch einen Eckball. Scheiße. Wenn ich gegen diese Kraut- und Rübenmannschaft verliere. Sehr gut. Sehr gut, Marunde. Jetzt bitte nach vorn. Prima. So, jetzt vielleicht Frings. Frings, schick mal. Dreck hier. Ich krieg... Oh, jetzt rennt er mit dem Ball weg. Krüger. Letzte Chance. Verdammt. Unentschieden gegen Lauter... gegen St. Pauli. Verdammt nochmal. Das kann nicht sein. Leipzig hat gewonnen. Braunschweig hat unentschieden gespielt. Darmstadt. Okay, Leipzig auf 3 Punkte an uns ran. Gladbach Punkt gleich. Haben die verloren? Gegen Dresden verloren. Gott, wir haben echt super viel Schwein. So. Oh, Post. Machen wir aber in der nächsten Folge.
Dann sage ich mal hier Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal bei Football Tactics and Glory. Tschüss, ciao, bye bye.